Na, hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Glocksen, das ist 20XTX und immer noch habe ich im Hinterkopf zu sagen, Necrodancer Amplified, egal. Wir haben Montag, den 27. August 2018. Es ist Kalenderwoche 35, glaube ich. Und ja, Weekly-Wochenherausforderungen sind dran. Die hatten wir ja heute schon. Ich habe das heute aufgenommen. Ich habe die Tagesherausforderung heute am Sonntag aufgenommen. Und trotzdem sind die, verstehe ich nicht, sind die frei, so wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das ist ein ganz komischer Fehler, den ich nicht begrüße. Ich selbst werde es nicht ausnutzen und nicht vernünftig ausnutzen können. Aber wenn andere da erfolgreicher in den Tagesherausforderungen sind und mehrere Versuche haben, dann finde ich das ein bisschen komisch. Egal, für uns ist jetzt Montag. Wir machen die Wochenherausforderung mit Ace. Mit Ace sowie auch die Daily gestern, bei euch gestern quasi, mein Gott, ist das schlimm. Lief ja ganz besonders gut gestern mit den Dailies, aber wie ich es gesagt hatte, ich hatte es nicht darauf angelegt, da irgendwelche tollen Abschlüsse damit zu machen, da ich eher darauf aus war, einen vernünftigen Föhrbericht bzw. Urlaubsbericht hinzublättern. Ich glaube, das ist mir einigermaßen auch gelungen. Wenn auch viele Elms und Irms dabei waren und so weiter. Aber ich glaube, das war abzusehen, wenn man hier währenddessen was zockt. Das empfehle ich übrigens jedem, der einen Vortrag halten will, einfach zwischendurch mal irgendein furchtbar konzentrationslastiges Spiel zu spielen. Das macht dann bestimmt Eindruck. Oh, das war zu früh. Huch, so. Barrecke. Danke. Ausgezeichnet. So, ja, und jetzt weniger Bericht und mehr Zocken. Ich könnte wetten, ich gehe schon wieder den falschen Weg. Hier ist ja... Oh Gott. Warte mal, wir werden uns das gleich angucken. Hier unten geht's weiter. Ist okay. Ich nehme an, unten geht's weiter. Also gehen wir natürlich hoch. Warum auch nicht? Ach, das war zu früh. Aber diesmal krieg ich's hin. Ich verspreche es. Wisst ihr? Wenn es jetzt nicht noch geruckelt hätte, dann wäre das wahrscheinlich so eine Scheiße. Ah, ja genau. Klasse. Dann wäre das viel besser gelaufen. Da waren Ruckler dabei. Ich krieg die Ruckler nicht raus. Das ist zum Kotzen. Und ja, auch in der letzten Folge, das mit den 720p hat natürlich im Nachhinein super geklappt. Wenn man vergisst, das Ganze umzustellen. Und da ich die Sachen jetzt hier über Nacht erledigen werde, hallo Shop, nicht Christa, okay. Mit 8 Schrauben, Muttern. Jetzt ist es auch egal mit den 720p, darauf wollte ich hinaus. Für die restliche Woche, weil ich das Ganze über Nacht machen werde. Hier, ja, schön, dass man hier einen Shop hat, wo man so furchtbar wenig Muttern hat. Das bringt dann auch total was. So, wir versuchen mal hier irgendwo drauf zu landen. Und dann weiterzuspielen, als wäre diese Abstecher jetzt überhaupt nicht unnütze gewesen oder so. Und dann geht's auch weiter. Ja, wer stellt denn da so einen hässlichen Shop hin, ohne dass man vorher Zeit hatte, ordentlich Moneten zu sammeln? Ich möchte hier unbedingt unten sein. Oh. Ja, auch. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie abartig schwer manche Passagen hier sind oder sich gestalten. So, hier sind jetzt aber ein paar Muttern drin. Das ist ja super. Das sind jetzt 13 Muttern, die wir auch total gut gebrauchen können. Und mit Sei schnell. Wenn wir ja auch voll die Punkte erreichen, na zumindest ein bisschen Gesundheit haben wir bekommen. Ja, verreckt alle hier unten, super Sache. Huch, noch mehr Minen, ja, das ist eine ganz tolle Herausforderung, wenn alles von alleine kaputt geht und uns eigentlich nur Schaden verursacht. Was haben wir denn da? Also, Aufladen erhöht auch deinen nächsten Angriff, das ist total toll. Aufladen erhöht deinen nächsten Angriff. Lädt er jetzt automatisch auf? Nee, auch nicht. Das wäre viel sinnvoller gewesen. So, du kaputt, geht's hier. Hier geht's irgendwie runter, aber irgendwie auch nicht. Okay. Davon lassen wir uns gar nicht ablenken. Also aufladen ist das, wenn man die Waffentaste gedrückt hält. Aufladen erhöht auch den nächsten Angriff. Also soll heißen, der starke Angriff ist stärker durch das Aufladen und der darauf folgende schwache Angriff ist stärker. Das ist total toll. Das werde ich alles furchtbar nutzen.
Habe ich ja bis jetzt auch immer gemacht. Gerade so den aufgeladenen Angriff. Wahnsinn, der ist so Wahnsinn. Warum ist das hier auch so langsam? Das bringt alles überhaupt nichts. Mit dem Rumgespringe hier. Ah, da wollen wir nicht hin. Hier links geht's auch schon wieder weiter. Ja. Also wenn hier nicht eine furchtbar tolle Kiste lungert, dann weiß ich auch nicht. So, was hast du hier drin? Schrottplünderer. Feinde lassen mir Mut anfallen. Das ist wirklich hilfreich. Vor allem jetzt, nachdem der Shop vorbei ist. Aber wir wollen ja nicht zu pessimistisch sein. Es kommen ja auch noch mehr Shops. So, Wahnsinn, wie das klappt. Wenn man einmal drin ist. So, da haben wir auch schon den ersten Chef hier. Mein Gott, war das ein angenehmes Level. Gib mir mal ein paar Leben, danke. So, wen haben wir denn da? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ach so, ja gut. Eternal Star direkt mal als erstes. Das ist gut, weil... Uch, da ist er am einfachsten. Wollte ich gerade so sagen. Aber wenn wir uns richtig beschissen anstellen, natürlich nicht. Der ist aber auch extrem haarig, auch am Anfang. Ja. Wahnsinn. Wenn ich jetzt auch nicht abstürze, dann geht's sogar. Ich bin so froh, dass er nicht mehr von den Geschossen abgelassen hat, sondern einen Haufen Gegner. Lass alle Feinde erstaunen, wenn ein Treffer dein LP rot macht. Das ist cool. Das ist cool, weil hilfreich. Hast du ja auch sehr selten. Wir nehmen die Lebensenergie auf jeden Fall. Und was haben wir in der Bonustruhe? Chance von 50% einen Automaten gratis benutzen zu können. Ja, hier, ne? Die Mutter mit dem Bindfaden. Mutter an Sparer, ne, wenn es sein muss. So, und wie in jeder Herausforderung angegeben, unser Weg ist uns vorbestimmt. Wir haben keine Auswahl, was die nächsten Stages angeht. Ach ja, das lief ja unerfreulich kompliziert. Soweit. Oh, Lebensenergie, sehr schön. Muss ja auch mal sein. Was haben wir hier? Stellt 5 Energie wieder her. Das ist total super. Wir verbrauchen auch jede Menge Energie jetzt schon. So, eine Truhe. Eine Truhe. Warte mal. Ja. Da machen wir es uns gar nicht zu kompliziert hier. Oh Gott. So, was haben wir da? Glaskanone. Erhöht Schaden und Zerbrechlichkeit. Das ist doof. Weniger Maximalleben und dafür mehr Schaden. Aha, denn. Ha. Okay, ja gut, wenn es sein muss. Wir werden es irgendwie hinkriegen. Aber mehr Schaden ist natürlich immer gut. Leute, die tot sind, können sich nicht wehren. Wenn das jetzt hier nicht so doof wäre, dann würde ich auch irgendwann mal oben ankommen. Ach, Gott sei Dank. So, erstmal die Ads kaputt gehauen, dass uns hier keiner weiter nerven kann. Ja, lass die Panzerung einfach runterfallen. So eine Scheiße, aber auch. Noch ein paar Wespen, alles klar. Was haben wir heute? Flüchte. Das ist das mit dem Fledermausschwarm, ne? Ja, genau. Na, dann flüchten wir mal. Ja, das wird total gut. So, ihr kommt jetzt hoffentlich mehr oder weniger ziemlich weit hier unten an, okay. Das hat überhaupt nicht gut geklappt und jetzt können wir es auch direkt vergessen. Sehr gut. So stelle ich... Ach, der Penner, Alter. So stelle ich mir das vor. Hat er nicht normalerweise immer bloß so eine Bodenwellen gemacht? Warum schießt denn er jetzt mit drei einzelnen Feuerwellen? Was eine Woche. Wahnsinn. Was eine Woche Urlaub hier einem an der Motorik alles kaputt machen kann. Ist ganz schlimm. Ist ganz schlimm. Ich habe eine Woche nichts gezockt. Das ist anscheinend tödlich. So, das war die normale Wochenherausforderung. Wie lange hat es gedauert? Fast 10 Minuten. Na gut, dann machen wir mit der Hardcore-Herausforderung weiter. Was haben wir da an Multi- bzw. Ja doch, Multiplikatoren, nicht Mutatoren. Alle Levels sind länger, toll.
Keine Mutterfallen, noch toller und unsterblich. Feinde haben mehr Lebenspunkte. Okay. Das hört sich spannend an. So, Fuhur bzw. Kur, der Drache. Feinde haben mehr Lebenspunkte. Das ist toll. Und keine Mutter, das ist immer das Schlimmste. Was willst du denn da reißen? Treffe ich denn überhaupt nicht? Ein bisschen treffe ich den, ne? Aber nur ein bisschen. Alter, halt die Fresse, bist du robust, ey. Du Penner, und dafür lässt du nicht fallen. Das ist scheiße. Oh Gott. Mit dem Ausweichen habe ich es echt nicht so. Alter, na Gott sei Dank, die Fliegenviecher sind trotzdem nach einem Treffer tot. Das ist... Was willst du mehr? Weniger wahrscheinlich. Schön, dass ihr euch nicht wehrt, außer ich komme unter euch lang. Aber nervig ist schon. Ja. Da unten ist eine Kiste. Das ist total toll. Passe ich hier eigentlich durch? Also ohne dass ich springen müsste. Ich will es eigentlich nicht probieren. Schön, dass hier mal absolut überhaupt nichts drin ist. Da ist es doch toll. Mann. Das mit den Mutatoren finde ich sehr deprimierend. Stellenweise. Weil keine Muttern, ich weiß nicht, da ist es. Oder keine Lebensenergie sammeln können, das ist für Anfänger dann doch schon ein bisschen schwer. Aber nur ein bisschen. Echt jetzt. Warum läuft denn jetzt quasi besser als beim. Als in der normalen. Komm doch mal runter, Junge. Es ist nicht wahr. Du gehst mir auf die Nüsse. Und du bist auch noch zäh. Zäh wie ein Stück Schuhsohle. Lebensenergie, geil. Bin ja so froh, dass ihr auch mal was, ein bisschen was mit Leben droppt. Unglaublich. Ja. Also gegenüber Necrodancer, ich weiß nicht. Macht's wirklich die Erfahrung halt letzten Endes. Macht wirklich die Erfahrung den Unterschied hier, wenn man dann, oh Gott, 2-3 Monate so irgendwie gezockt hat, das ganze Ding. Denn bisher ist es einfach nur schwer. Oder manchmal auch sehr leicht. Das ist wirklich total komisch. Kommt halt immer auf die Levelkomposition an. Beziehungsweise auch auf den Charakter, den man nutzt. Hier ist wieder mal überhaupt keine Truhe. Das ist voll gemein. Und hier kommt ein Boss. Lebensenergie, die keine Sau brauchen kann. Jetzt hätte ich... Ich hab keine Mutter. Ich wollte gerade sagen, jetzt hätte ich gerne einen Shop gehabt. Aber irgendwie... Der wäre ja auch voll sinnlos. Ja, streich dir mal schön über die Kopfbehaarung. Oder whatever das ist. Na toll. Ja... Nein, so nicht. Oh nee, José. So, komm. Mach mal den. Dann lass mich ordentlich rankommen. Und dann mach nochmal den, das ist gut. Ja, auch den kannst du mal den machen. Da war er wieder. Da erwischt er mich immer. Der Penner. So, ein Penner. Okay, mit dem komme ich klar. Mit dem komme ich weniger klar. Ah, die Sau. Der ist gut, den kannst du lassen. Oh Gott, nein. Au. Zwei habe ich noch. Au, einen habe ich noch. Ah, null habe ich, scheiße. Oh Gott, da sind Stellen dazwischen. Wie soll ich sagen, also, wenn du oben und unten Flammen hast und dazwischen durch musst, ja, dann erreicht das nicht mit so einem parabolischen Sprung quasi. Eigentlich müsstest du dir den Dash dafür aufheben, also diesen Luftsprint. Komme ich immer nicht drauf klar. So wie es aussieht. Ja, was willst du dazu sagen? Das waren 4 Minuten Hardcore-Wochen-Challenge.
Vor lauter Verlegenheit hänge ich jetzt einfach nochmal hier was Vernünftiges ran. Achso, ich habe Seelenchips. Scheiße, Sechse. Was mache ich mit denen? Stimmt, die sind ja vom letzten Mal noch rüber gewesen. Weiß ich nicht. Ich habe keine Verwendung für die. Jedenfalls keine permanente. Und alles andere wäre jetzt brotlose Kunst. Ja, ist ja okay. Ja, die Chips sind mir egal. Normal, bitte, weiter geht's. Also einfach mal noch ein bisschen rumgesprinte hier. Im normalen. Achso, jetzt kriegen wir wieder den komischen Pizzaschneider. Der ist ja so voll sinnlos. Weil der noch viel kürzer ist als die Standard-Nahkampf-Attacke. Ach ja, waren das schöne Wochen-Challenges. Ich schieb's halt, wie gesagt, auf mein Muskelgedächtnis, was in der Woche sehr gelitten hat, außer mit dem Flensburger Heben. Quasi. So, ja gut, dann gehen wir halt hier hoch. Ist mir jetzt auch Banane. Ja, das klappt alles ausgezeichnet. So, an die Kiste, fertig, los. Sieht man Gronkh eigentlich auch manchmal Action zocken? Ich weiß es gar nicht. Also Action im Sinne von Plattformern oder so weiter. Ich glaube, ich habe Gronkh noch nie einen Plattformer zocken sehen. Oder? Weiß ich nicht. Adventures, ja. Ego-Shooter sowieso. Aber so Plattformer, oh, sehr scharfer Speer. Ich glaube, den hatten wir beim letzten Mal schon. Der ist ganz geil eigentlich. Dafür, dass du nicht mehr nach oben und unten angreifen kannst. So, hier geht's aber schon irgendwo nach rechts lang. Dankeschön. Sehr gut. Pinguin. Ruft Batman. Noch ein paar Chips. Ausgezeichnet. Endlich mal wieder 5 Chips hier. Hier geht's irgendwie nach unten lang. Hier geht's unten lang und hier ist nichts. Das ist toll. Das häuft sich langsam. Dass du hier irgendwie unten nicht weiterkommst. Beziehungsweise irgendwo irgendwas ist mit ohne Kiste. Au. So, da war eine Mutter drin. Das ist ja spannend. Oh Gott, hier geht's weiter. Und dann geht's hier weiter. Und dann sind wir hier oben und dann geht's hier oben weiter. Und irgendwo kommt dann auch noch der Pinguin auf uns zu. Aber der ist mir egal. So, ein Chip. So, 8 von 12 müsste eigentlich reichen für irgendwas. Wir werden sehen. Jo, Shatterbeak. Shatterbeak, der Pinguin. Ja, kannst du alles machen, wenn du willst. Puh. Das machst du ganz toll. Vor allen Dingen, weil dir furchtbar viel Zeit ist für sowas. Komm, hoch kannst du auch nochmal. Ausgezeichnet. Ey, der ist irgendwie voll unspannend. Der war jetzt mit dem Speer nicht unbedingt der Hit, muss ich sagen. Muttern. Wir haben 15 Muttern. Jetzt haben wir 25. Okay, so. Wen nehmen wir als nächstes? Einen schaffen wir auf jeden Fall noch. Dann würde ich mit den eingesammelten Chips mal wieder abbrechen. Und den ganzen Level-Blödsinn halt quasi für die normalen Ace- bzw. Nina-Ones aufheben. So, ansonsten... Ja, den müssen wir definitiv üben hier, ne? Den Kur. Deswegen nehmen wir uns den nochmal vor. Würde ich jetzt nicht als mein irgendwie Erz-Nemesis oder sonst irgendwas bezeichnen, aber er ist schwer. Er ist schwer. So viel ist sicher. Gerade halt, wenn du nicht von Weitem schießen kannst mit Ace, ist das echt schlimm. Das war zu früh. Bist du, jetzt kommst du da auch nicht durch. Jetzt muss ich erstmal um die Bande kümmern. Dann kannst du wieder auf die andere Seite gehen. Alles klar. Ach Gott, die Plattformen sind ja am Anfang so abartig langsam. Ich habe auch zwischenzeitlich überlegt, muss man alle Gegner kaputt hauen? Eigentlich, ach Gott,
Eigentlich ja wahrscheinlich nicht, aber ich denke immer, die droppen die mehr als Gesundheit oder Muttern. Haben wir schon mal Gegner gehabt, die irgendwie eine Erweiterung oder sowas gedroppt haben? Ich weiß es gar nicht. So. Was haben wir denn da? Müssen wir erstmal hochkommen, so. Mach dich ein bisschen schneller, mehr Gesundheit und gar Doppelenergie. Bisschen schneller. Ja, kannst du als Nahkämpfer eigentlich nur nicht genug haben. Bisschen schneller zu sein. Oh, ganz knapp komme ich nicht ran an ihn. Ja, toll. Hier Schweinebande, Alter. Blöde Geschütze. Auch das. Das Katze, unser Kumpel. Oh. So, was ist denn hier drin? Eine Mutter und den Rest schmeißt er einfach mal runter. Ist okay, genau wie mich selber. Ist total toll. Ja, an meinen Taktiken von wegen Überleben und so muss ich echt noch arbeiten. Aber solange es hier zwischenzeitlich immer mal wieder Energie gibt, ist ja alles okay. Sprach er und sammelte noch mehr Energie ein. Ausgezeichnet. Oh Gott. Ach, diese Flatterviecher zwischendurch immer, die nerven total. Die haben einen Lebenspunkt oder sowas, ja. Und, aber es kommt immer genau dann, wenn so eine knifflige Sprungpassage hast, da ist der nächste. Das gibt's nicht. Hahaha, hallo? Ach, danke. Nein, das war die falsche Richtung. Jetzt aber. Okay, das läuft. Ja, hier, den kennen wir schon. Dankeschön. Oh je, da sind sie wieder. Wie heißen die? Ich habe keine Ahnung. Da es hier zwar eine Waffen-Opedia gibt, aber keine Gegner-Opedia, bin ich völlig überfragt. Das wäre ganz nett, wenn man das wüsste, wie die Gegner heißen. Könnte man anständig drüber fluchen. Aber so, ja, anscheinend nicht. Läuft. Mann, warum läuft das jetzt immer so gut und nicht in den Dailies? Oder Weeklies? So, da gucken wir nochmal in den Shop rein. 27 Muttern, Hammer, ja. Können wir uns noch die Lebensenergie mitnehmen? Ausgezeichnet. Wir sind energiemäßig fast voll. Mit Energie mehr nicht, natürlich Lebensenergie. So, da ist er. Dann wollen wir es doch jetzt mal... Ja, schön für dich. Dann wollen wir es doch jetzt mal probieren mit dem Luftdash. Wenn wir bis dahin kommen. Das klappt schon... Das klappt schon total super. Das klappt alles so super, das glaubst du gar nicht. Also ein Penner. Ducken! Oh. Alter, was mache ich eigentlich? Es ist so schrecklich. Du denkst, der macht die eine Attacke und dann macht er eine ganz andere. Das hat geklappt. Jetzt kriegt er mich. Manchmal kriegt er einen nicht, wenn man auf der Plattform hier steht. Das ist total komisch. Hier, den meinte ich. Siehst du, da kannst du nämlich gar nicht durchdashen. Das ist so die gemeinste Attacke überhaupt. Den kannst du den ganzen Tag machen. Nein, den anderen. Ja, genau den. Den kannst du den ganzen Tag machen, wenn du das ist da unten. Toll. Warum kann der in den Dailies nicht so relativ verträglich sein? Keine Ahnung. So, mehr Angriffskraft, mehr Lebensenergie und die Bonustruhe. Na gut, zumindest sind wir schnell. Zumindest sind wir schnell. So, was hatte ich gesagt? Abbruch hier mit, ich habe keine Ahnung, wie viele Chips. Auf jeden Fall mehr als 6. Auf jeden Fall mehr als 6, das heißt, wir können uns eine Erweiterung leisten. 14 sogar, schön. Was haben wir denn da? Plus 2 LP beim Levelstart. Achso, regenerative Rüstung. Wenn wir die einsammeln quasi. Okay, Feinde lassen mehr Lebenspunkte fallen, das ist auch total hilfreich. Mutternreplikator, nicht verbrauchte Muttern bringen Dividende, das hatten wir letztens schon. Da hatte ich mich für was anderes entschieden, diesmal nehmen wir es aber. So, das heißt, ab dem nächsten Mal haben wir dann die Gelegenheit, die Mutterndividende zu finden. Und mit 5, wir können uns hier gar nichts leisten. Das ist toll.
Na gut, dann heben wir uns das nochmal für Nina auf. Fürs nächste Mal. Hallo Katze. Schnurr. Schnurrige Katze. Gut, das wäre es mit den Wochenherausforderungen gewesen. War ja wieder abartig erfolgreich. Da hoffentlich ein bisschen Besserung in der nächsten Woche. Bis dahin, ich hoffe, es hat gefallen. Bedanke mich fürs Zusehen und ja, wunderschöne Woche wünsche ich. Tschüss.